Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Lugos der Irre hat unsere liebe Yennefer beleidigt und wer das macht, der kriegt gleich eins aufs Maul. Ich hoffe mal zumindest, dass es so läuft. Bam. Hast du gedacht, Lugos, hä? Du kannst einfach mal eine Dame beleidigen und kriegst dafür nicht eine eingezahlt. Ah ja. Hau ihn in die Fresse, Weißer! Hau ihn zu Brei! Mal sehen, komm her. Schlag ihm in die Fresse! Lass ihn deine Faust schlucken! Hältst du aber gar nicht so viel aus, Lugos, hä? Wie die anderen hier. Nein. Nein, habe ich gesagt. Auf die Schnauze. War das genug? Hast echt gut ausgeteilt. Seh immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Was spricht schon gegen ein Schlückchen in guter Gesellschaft? Nichts, aber denk dran, dass wir nachher wichtige Dinge besprechen müssen. Nüchtern. Ich denk dran. Trinke so, wie du kämpfst. Dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Auf Jarl Lugos den Irren und seinen Irrsinn. Na, ich weiß, dass Jan das nicht gut heißt. Tut uns leid. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. So, jetzt trinke ich aber nichts mehr. Versprochen. Zweimal reicht. Immerhin habe ich ihre Ehre verteidigt. So gehört sich das. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ich nehme an, Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Das ist so eine gute Idee, ist jetzt einfach in sein Labor einzubringen. Wozu du diese Maske brauchst? Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Och, Yen, ich meine, sie arbeitet für die Nilfgaarder. Ist das so eine gute Idee? Na komm. Machst du mal die Tür auf? Liebes? Oh, nicht zuhauen. Dieser Alkohol, der macht mich immer aggressiv. Alles mitnehmen. Sag mal, das ist ja echt ganz schön geheim hier. Na, lass es doch. Lass es doch mal an, Geralt. Oh Gott, wie viele Bücher hat er denn hier noch? Wie viele Bücher habe ich überhaupt schon aufgesammelt, die letzten zwei, drei Parts? Der letzte Wunsch. Jetzt haben wir schon das Buch. Alles weg. Ich mache das lieber so. Dann muss ich nämlich nicht umgreifen und kann außerdem noch ganz kurz realisieren, was ich da überhaupt aufhebe. Sag mal, wie viel denn noch hier? Wie tief geht's denn noch? Ja. Ja, Yennefer, ja. Da komm, ich geh weiter, da ist eh nur ein Buch drin. Von wegen nicht da.
Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Geheimes Treffen der Ornithologen, oder was? Na, es ging ja gerade nochmal gut. Ich habe jetzt ehrlich gesagt... nah dran. Genau, ich habe wirklich damit gerechnet, dass die beiden jetzt geschnappt werden, ne? Sag mal, was hat denn der für... Der hat irgendwie ein Alkoholproblem. Moissac, oder? Moissac. Oh. Ach, schade. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott, wie viel... Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Na gut. Sag mal, wie viel... Das gibt's da gar nicht. Der hat nur Alkohol hier rumliegen. Na gut, das wird auch wahrscheinlich das Alkohollager sein und nicht nur sein Lager. Also das von der gesamten Festung hier fände ich ein wenig auffällig. Ja? Achso, das hast du schon... Ach, Yennefer. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Wow, das sieht aber echt gut aus. Hast du dich gerade rüber teleportiert, Jan? Du bist aber ein bisschen faul, oder? Na gut, es ist unschicklich, sich an Kanten hochzuziehen für Damen in derlei Aufmachung. Die sieht aber auch scharf aus. Also, liebe Jan, da muss ich ja nochmal alles überdenken mit der lieben Triss. Na, wobei. Ich weiß nicht, es ist halt Geschmackssache. Viele von euch mögen halt Yennefer lieber, andere Triss. Aber ich mag beide sehr gerne. Zauberinnen haben so einen ganz natürlichen Reiz. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Sieht lebendig aus. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass die Dinger bald zum Leben erwachen. Wenn ich irgendwas Bestimmtes in dem Labor hier mache. Hallo? Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach bitte. Ein Bären? Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Ich könnte wetten, ja, diese Schale hier. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Ah, okay. Also quasi sowas... Oh. Ah. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf. Wow. Woher habe ich's gewusst? Was, die sind rot? Ach du Elend. Also jetzt, Jen, muss ich leider auf die ganzen Feinheiten verzichten und wieder meine Klamotten anlegen. Oh Gott. Monster. Wie können sie spielen? Sie kommen näher. Sie sind überall. Oh Gott. Aber die halten nicht viel aus. Eines weniger. Ne, die halten gar nichts aus. Eines weniger. Oh Gott. Wie viele seid ihr denn bitte? Oh Gott. Ihr riecht nach Pilzen. Nein, für mich riecht es nach Füßen, die aus, was in der Sonne trocknet. Eines weniger. Sag mal, Jan, hast du auch andere Sprüche auf Lager?
Irgendwie komme ich mir vor wie in einem Albtraum gerade. Eines weniger. Oh, was war das denn? Upsala. Eines weniger. Das war's, oder? Boah, guck mal, alles wabert hier. Das ist irgendein Gift. Oh Gott, das war echt ein Fehler, hierher zu kommen. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moissachs Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Du hast dich ja fast amüsiert an. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast ja fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Bitte. Gut, wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. Hm. Lass uns reingehen, Geralt. Na, immerhin habe ich mich nicht ganz zum Affen gemacht. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Okay. Wie du meinst. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns gründen. Ein Brief mit Moissachs Siegel. An die Druiden. Er warnt sie vor dir, diese dreiste Manipulantin. Schamloser. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Ritualpflanzen. Ah, was sagt man dazu? Raymond Marleuf, eine erweiterte Biografie. Interessant. Das ist ja schön, dass es dir hier so gefällt, Yennefer, aber wir sollten uns trotzdem beeilen. Moissachs Korrespondenz. Druidenbrüder, lasst euch warnen, dass eine Zauberin auf Art Skellig eingetroffen ist. Sie heißt Yennefer und stammt aus Wengerberg. Ich weiß, dass ihr unempfindlich gegen die Waffen der Frauen seid und euch den Verstand nicht von einem gefällig fließenden Rock vernebeln lasst. Doch lasst euch auch von ihrer Intelligenz und Raffinesse nicht einnehmen. Ich weiß, wer Yennefer ist. Was sie in Skellige will, ist mir jedoch nicht bekannt. Ich sehe keinen Sinn darin, sie dies direkt zu fragen, da Yennefer für ihre Schleue und Eloquenz bekannt ist. Sie sagt nicht, was sie denkt, sondern was sie wünscht, dass man hört. Denkt daran, dass sie keine zweitklassige Zauberin ist, sondern eine Person, die das Brot mit den Herrschern des Nordens bricht und seit neuestem mit dem nilfgaardischen Kaiser selbst kollaboriert. Sie geht weltweit in den Herrschaftshäusern ein und aus und hat eine Begabung zur Manipulation, um die sie die gerissensten Diplomaten beneiden würden. Diplomaten. Ich kann heute nicht lesen. Yennefer hat ein ungesundes Interesse an dem Ort des Kataklysmus gezeigt, den wir untersuchen wollen. Ich habe ihr nicht die Erlaubnis erteilt, sich in die Nähe zu begeben, doch ich bitte euch trotzdem, Augen und Ohren offen zu halten. Die Zauberin aus Wengerberg ist nicht nur ausgezeichnet im Manipulieren, sondern auch sehr starrsinnig. Ich weiß, dass sich ihr Weg in der Vergangenheit mit dem Krachs gekreuzt hat. Entsprechend argwöhne ich, dass sie die alte Freundschaft für verborgene Zwecke zu nutzen gedenkt. Welche das genau sein könnten, ich werde versuchen, dies herauszufinden. Gelingt es mir, berichte ich euch in einem weiteren Brief davon. Möge die Kraft mit euch sein, Brüder. Moissach. Ja, Druiden finde ich sehr seltsam. Das ist so eine ganz komische Geschichte mit denen, die Geschichten von der wilden Jagd. Über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Okay, das hört sich sehr unangenehm an. Geschichten von der wilden Jagd. Die Einwohner Skelliges erzählen sich wie alle Völker des Nordens Legenden über die wilde Jagd. Dieses fürchterliche Phänomen ist angeblich ein Omen von Kriegen und Unglücken. Charakteristisch für die Geschichten der Inselbewohner ist, dass in ihnen, anders als in den Festlandlegenden, die wilde Jagd nicht als galoppierende Geisterkavalkade am Nachthimmel, sondern auf einem geisterhaften Langschiff erscheint. Dieses Schiff heißt Naglfar. Es besteht aus dem Clown der Toten, wie es in den Insellegenden heißt. Und so schneiden die abergläubischen Skelliger ihren Toten die Fingernägel, damit kein Baumaterial für das grässliche Schiff anfällt. In vielen Legenden kommt die Naglfar aus Mohawk, dem Land des Chaos. Das ist sehr interessant. Eine Pfeife.
Offenbar führt Moissac hier echten Tabak ein. Wie? Gibt's keinen Tabak in Skellige? Oder auf Skellige? Met. Zwergischer Dreifach-Met. Mhm. Die Leiche von Novigrad. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad. Von Sascha Haydy. Das kenne ich gar nicht. Noch nie gehört. Alexander Dirn ging den langen Flur hinunter, wobei er froh war, dass die Laute der Ausschweifungen, die durch die Tür drangen, seine Schritte übertönten. Die schmutzigen Dielenbretter des Bordells ächzten und stöhnten, als wäre das Holz die lüsterne Szenen leid, die in diesem Haus von zweifelhaftem Ruf inmitten der stolzesten aller nördlichen Städte Alltag waren. Dirn war für diesen Besuch großzügig bezahlt worden, von der Frau des Seidenhändlers. Sie hatte ihren Mann lange im Verdacht gehabt, sich während seiner Arbeitszeit mit losen Frauenzimmern abzugeben. Der Fall hatte schlicht genug gewirkt, schon fast banal. Ein treuloser Ehemann. Wie viele solcher Affären hatte er schon aufgeklärt. Am schlimmsten war der Umstand, dass seine Auftraggeberinnen niemals wirklich Beweise für die Schuld ihrer Männer sehen wollten. Im Gegenteil, insgeheim hofften sie stets, dass die Nachforschungen vorbildliche Gatten zutage förderten und die Verdächtigungen sich als gänzlich unbegründet herausstellen würden. Diesmal hatte sich tatsächlich erwiesen, dass der Ehemann der Mandantin kein Freier war, obwohl seine Spur Alexander an einen Ort geführt hatte, an dem Fleischesgelüste feilgeboten wurden. Oder Fleischeslüste. Nun blieb Dirn nach Anweisungen des Gnoms am Eingang vor der Tür stehen, die ein kleines Schild mit der Aufschrift 16 trug. Im Gegensatz zu den anderen Räumen drang aus diesem hier nichts als beunruhigende Stille. Dirn drehte den Knopf und öffnete die Tür. Der Anblick, der sich ihm bot, überstieg seine schlimmsten Erwartungen. Ja, kein Freier, aber dafür wahrscheinlich Frauenmörder. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Oha. Ein Pferdchen? Eine Ziege aus Lindenholz. Nee. Darauf steht, für Onkel Moissac. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Wo ist das, eine Ziege? Lass mal Licht aus, brauche ich keinen Schwein. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Jetzt nicht das Schwert, oder? Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Oh. Wo ist das, ein Schraubstock, Jennifer? Sieht aus, als würde Moissac etwas in die Hand der Statue legen. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Ich wollte schon sagen, es gibt auf jeden Fall Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Sieh dir das an. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon veraltet. Ein Schädel. Ein Kinderschädel. Geralt, komm her. Ich habe die Maske gefunden. Ja, ich muss erst nochmal ganz kurz hier was. Ein Stock? Moissacs Stab. Er gehört zu den wenigen Droiden, die einen benutzen. Das ist nur ein Stück Holz. Ein Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Was hat das mit dem Rätsel hier zu tun? Die weiße Kälte, das haben wir schon gelesen. Wo hast du die Maske gefunden? Oh, ich verstehe. Und natürlich ein Golem. Endlich. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Ich hab's mir schon gedacht. Bist du hässlich? Eine Falle. Einfach großartig. Okay. Du hast bestimmt wieder ganz fiese Tricks drauf, ne? Wow. Genau. Komm mal langsam. Gewusst wie, ne?
Das habe ich bei Brenner gelernt. Kann ich da irgendwas machen? Vielleicht Art? Art bringt was? Komisch, dass Art was bringt gegen den Erdgenius. Sie ist ja ein bisschen wie Keira, ne? Die hat glaube ich genauso angegriffen. Autsch. Erstmal schön Zünerbrötchen. Au. Verdammt. Ja, ich bin betäubt, das weiß ich wohl. Au. Ich habe extra dieses Ausweichen geskillt, oder? Mehr drauf, das gibt's da gar nicht. Oh. Ja, du musst mal ein Stückchen. Ja. Au. Au. Oh Gott, das war nicht so toll. Muss schon richtig lernen zu treffen, Kumpel. Explodiert er jetzt? Geralt, hast du das gehört? Well. Wir brauchen Gas. Das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Oh, komm, jetzt aber flott. Fällt dir was ein, Yennefer? Vielleicht die Fackeln ausmachen? Nicht so der gut. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus. Schnell. Was immer dir einfällt. Halt dich an mir fest. Okay. Ich wollte sie wirklich nur küssen. Aber es half. Ich habe ein Loch in mein Kleid gerissen. Warte kurz, ich muss es stopfen. Du weißt, wie man näht? Ich bitte dich. Ich werde eine Nadel verzaubern. Warte. Worauf? Wir müssen mit Krach sprechen. Warum? Glaubst du, er vermisst uns? Denn ich habe dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Das Einhorn. Jetzt ernsthaft. Wann wirst du dieses Stück Müll endlich verbrennen? Mein Herz würde es nicht verkraften. So viele Erinnerungen. Verdammt, Geralt. Hast du eine Ahnung, wie viel die kosten? Komm her. Wir müssen uns beeilen. Krach wartet schon. Ach, wirklich? Yen, lass die Mähne los.
Ich kenn dich doch. Ich lass los und du wirfst uns ab. Lass es bleiben. Ach, wie schön. Meine Güte. Ich habe dich vermisst. Hab dich auch vermisst. Wir sollten zurück zum Fest. Ich muss mich anziehen. Dreh dich um. Ach komm. Als hätte ich das nicht alles schon mal gesehen, Jen. Krachan Kreid hat nach euch gefragt. Wir waren draußen, für ein wenig frische Luft. Gut, schön, dass ihr zurück seid. Die Thronanwärter werden gleich vortreten. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Königes Thron zu besteigen. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Möge der Beste oder die Beste gewinnen! Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker hoch wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie eine mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Die magische Anomalie auf Ard Skellig hat irgendwas mit Ciri zu tun. Zumindest denkt Yennefer das. Das ist meine Vermutung. Aber das kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn ich mich dort umgesehen habe.
Ich habe die verdrehten, unnatürlichen Formen gesehen. Die Druiden konnten die Entstellung kaum aufhalten. Jennifer, wie könnte Ciri solch eine Katastrophe verursacht haben? Das würde ich auch gern wissen. Ich werd's herausfinden, sobald Moissac meine Nachforschungen nicht mehr behindert. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arzkellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arzkellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Arzkellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Nun gut, das wäre geregelt. Ja, sehen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht, liebe Leute. Ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen und ja, danke fürs Feedback. Wir sehen uns wieder zu The Witcher 3 Wild Hunt.